Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung und heute haben wir Folge 10, also kleines Jubiläum für uns, yes! Aber als allererstes wollte ich mal euch mitteilen, oder ja, wollte euch informieren, dieser Sendeplatz Montag 2015, der ist jetzt verlegt worden, fest verlegt worden auf Dienstag 2015, denn es war für mich erstmal immer stressig, montags schnell die ganzen Sachen aufzunehmen, das Video zu verarbeiten oder zu bearbeiten und zu rendern und das Ganze hochzuladen, ist natürlich nicht stressig, aber dann wird es komplizierter, denn YouTube braucht schon mal ab und zu eine Stunde, um dieses Video zu verarbeiten und in HD-Qualität zu präsentieren und das ist dann immer sehr, sehr ja, zeitkritisch, ob es 2015 dann klappt oder nicht und um euch einen festen Termin zu geben, um mich ein bisschen zu entlasten, damit es nicht ja, zu stressig wird, wollte ich einfach ein bisschen mehr ja, Zeit, das als lockerer angehen. Und so habe ich definitiv immer dienstags den festen Termin. 2015, der bleibt auch erstmal so. Falls mal irgendwas ausfällt, wegen Krankheit oder sonst was, Meteorit ist auf die Erde hinabgestürzt, dann werde ich natürlich im Community-Tab euch informieren. Also das ist meine Schnittstelle, um mal schnell mit euch in Verbindung zu treten, um euch zu informieren über Sachen, um euch auch teilhaben zu lassen an irgendwelchen Umfragen, wenn es um Livestreams geht, was ich denn Livestream soll. Da möchte ich euch ein bisschen drauf dann teilhaben lassen. Wenn ich mal mehrere Spiele zur Auswahl habe, dann wird es da definitiv dann auch eine Umfrage geben. Ab und zu werde ich natürlich auch mal Livestreams machen, wo ich sage, okay, das werde ich heute definitiv streamen. Aber ab und zu werdet ihr da auf jeden Fall mit einbezogen. Ja, das aber erstmal zu dem Thema und dann kommt unsere News-Abteilung, wofür wir eigentlich da sind. Und da haben wir das Sony-Thema. Wie es aussieht, begräbt Sony momentan unsere PSVR 2-Träume. Leider müssen wir mal abwarten. Dann haben wir einen gelungenen Quest 2 Jailbreak. Was das für uns heißt, schauen wir uns mal an. Dann haben wir noch das neu angekündigte VR-Headset Decagear. Da gibt es ein kleines Update, sage ich mal, zu der letzten News. Dann haben wir noch mal Facebook Cloud Gaming, eventuell was für VR, mal schauen. Und dann kommen wir auch schon in unsere Spieleabteilung. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich zu manchen Games ab und zu auch mal, wenn ich das habe, auch einen ganz kleinen Gaming-Ausschnitt zeige, so 2-3 Minütchen vielleicht, dass ihr auch seht, wie ist das Gameplay wirklich und nicht nur einen Trailer seht. Das habe ich mir jetzt so überlegt, denn heute gibt es ein paar Titel, die sind schon länger auf dem Markt, die verlassen aber jetzt ihre Early Access Phase. Dann gibt es auch Spiele, die gehen jetzt erst in die Early Access Phase und dann gibt es noch Spiele, die sind noch vor Early Access. Zum Beispiel das Spiel Pebibo, da hat der Entwickler mir jetzt zugesagt, dass ich das mal hier zeigen darf. Das ist aber ein ganz, ganz früher Early Alpha, also es hat noch nichts mit dem fertigen Spiel zu tun. Es wird noch an allen Ecken gefeilt und gearbeitet, aber um euch mal einen ganz kleinen Einblick zu verschaffen, wollte ich das mal zeigen und da gibt es dann ein kleines Gameplay zu. Und dann haben wir noch einen Titel, der ist gerade erst angekündigt worden. Das wäre Warhammer Age of Sigmar. Und da schauen wir uns mal ganz kurz den kurzen Trailer an. Und das bleibt eigentlich so wie immer. Und also ich möchte wirklich hier ab und zu mal so ein bisschen auch Gameplay zeigen, dass ihr euch auch direkt was ein bisschen besser was unter dem Spiel dann vorstellen könnt, wenn es das schon gibt auf dem Markt. Und ist vielleicht ab und zu besser, als nur den Trailer sich anzuschauen. Ja. Soweit habe ich das jetzt erstmal gedacht und jetzt kommen wir zur ersten News und das wäre PSVR 2. Ja Leute, es gab ein nicht so erfreuliches Interview vom Sony-Manager Jim Ryan, was PSVR angeht und da kommen noch einige andere Infos noch nachher dazu, aber erstmal gehen wir auf das Interview ein. Also alle haben ja eigentlich gerechnet mit der PS5, als die angekündigt wurde. Cool, da ist jetzt mega Hardware vorhanden und für die nächste Zeit. Und da wird mit Sicherheit auch ein PSVR-Headset von profitieren, ein neues. Und machen wir uns nichts vor, die PSVR ist absolut überholt. Sie war zum Marktstart, war es ein Headset, was okay war. Ne? Die haben eine Brille auf den Markt gebracht, die vom Display her mit dem mit der CV1 vergleichbar war, meiner Meinung nach, nicht ganz so gut war, Jittern vom Display oder vom Tracking her und so weiter und so fort. Aber sie hatten eine relativ coole Lösung, Kamera hingestellt,
PSVR-Brille auf und ich konnte zocken, entweder mit Controller oder mit den Move-Sticks. Und ja, aber das Ganze ist jetzt überholt. Move-Stick ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das Tracking ist nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es cooles Inside-Out-Tracking. Da brauche ich keine anderen Geräte. Klar ist Lighthouse besser, direkter, genauer. Aber ganz ehrlich, man kann richtig cooles VR erleben mit Inside-Out-Tracking. Das heißt, mit integrierten Kameras, die den Bereich tracken, zeigt Oculus ja ganz gut. Zeigt ja jetzt auch mit der G2 von HP, die wird Inside-Out-Tracking haben. Und ja, die ganzen VMR-Brillen haben das. Und das funktioniert echt gut. Besonders ja, Quest funktioniert gut. Rift S hat mir gut gefallen. Da habe ich echt keine Probleme gehabt. Okay, die ganze Technik ist vorhanden, die könnte genutzt werden. Und wenn Sony da jetzt wirklich ein PSVR 2 Headset auf den Markt bringen würde, was, sage ich mal, guter Standard zwischen Rift S, Oculus Quest 2 hätte, vom Display her und von den Controllern her, ne? Zum Controller auf Sony kommen wir gleich nochmal zu. Dann hätte das einen Mega-Push nochmal für VR gegeben. Und ich denke, wenn dieses Headset mehrere Sony-Leute aufgehabt hätten, also Sony-User, die wären echt begeistert gewesen. Aber so wie es momentan aussieht, gehen wir mal auf das Interview ein, wird es das erstmal nicht geben. Und ja, Mix.de sagt da ganz nett, Sony begleitet PlayStation VR freundlich lächelnd aus der Hintertür des Gaming-Zimmers. Und ich würde es eher so beschreiben, Sony begräbt momentan alle PSVR-2-Träume von uns. Und ja, der Jim Ryan erwähnte da, wir sind mehr als nur einige Minuten von der Zukunft von VR entfernt. Und ich muss da ganz klar sagen, nö. was hat der Typ Schlechtes geraucht, um sowas darzustellen oder wiederzugeben? Ganz ehrlich, wir haben, wie ich schon eben erwähnt, echt coole Hardware. Die wird immer besser, Controller, Display, Soundlösungen sind coole da, die für VR auch wichtig sind. Und wenn keine guten Sound-Erlebnisse da sind oder Lösungen, da gibt es Modicap-Soundkits, die wir uns daran montieren können. Und ja, also Hardware ist da. Die Software wird immer besser. Meiner Meinung nach gibt es echt immer mehr Spiele, die richtig Spaß machen, nicht nur von AAA-Entwicklern, sondern auch von Indie-Entwicklern. Da gibt es echt coole Games, die richtig Spaß machen. Und es wird immer mehr. Und ich habe letztens schon in der News-Sendung erwähnt, die Indie-Entwickler und Spieleentwickler für VR können auch immer ja, mehr Gewinne erzielen, vielleicht etwas einfacher Gewinne erzielen. Und man kann auch als Entwickler hingehen, so wie Phasmophobia, und sagt, ja, ich entwickle mein Spiel für VR und für Flat. Und das Spiel ist durch die Decke gegangen. Könnt ihr euch nur die Steam-Charts mal anschauen. Und das wäre eine Lösung, die ich mir wünsche für mehrere Spiele, dass die ja so eine Hybridlösung anpeilen, die Entwickler, und sagen, ja, Flat ist möglich und VR ist möglich. Und beides kann funktionieren. Natürlich sind Spiele, die nur für VR entwickelt sind, natürlich besser. Aber es geht auch. Phasmophobia zeigt es und ist ein Indie-Entwickler. Das mal jetzt am Rande. Und ja, deshalb verstehe ich diese Aussage hier nicht. Wir sind mehr als nur einige Minuten von der Zukunft von VR entfernt. Das passt meiner Meinung nach nicht ganz. Und ja, er erwähnt noch, dass Sony weiterhin an VR glaubt und an die Technik glaubt. Und irgendwann in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte, ne? Wichtige Komponente des interaktiven Entertainments. Aber ja, er schließt aus, dass es folglich, schließt er das aus, dass es kommendes Jahr dann ein neues VR-Headset von Sony geben wird. Echt schade. Man braucht ja auch nicht nur den Gaming-Sektor anpeilen. Man kann ja auch Industrie anpeilen, man kann ja das als Videobrille nutzen, Netflix, Big Screen zeigt ja da ganz gut, wie es geht, Virtual Desktop und so weiter und so fort. Und ja, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, die könnte Sony auch aufgreifen, um den Markt so ein bisschen
zu erweitern, ne? Und ja, sie sind sehr zufrieden mit all den Erfahrungen, die sie mit PSVR machen konnten. Und ja, hier schreibt Mixed jetzt, sie müssen das Kerngeschäft sichern, weil Xbox da momentan oder Microsoft angreift mit Microsoft Game Streaming. Und ja, das soll so eine Art Netflix werden für Gaming. Und ja, wenn die das machen, ist Sony natürlich in Gefahr, weil das Prinzip, was die fahren mit diesem Goldpass, den man kaufen muss. Und ja, natürlich kriegt man Spiele noch umsonst jeden Monat. Das haben die auch gut eingeführt. Gibt es bei Epic aber zum Beispiel umsonst, ja. Muss man nicht unbedingt sich bezahlen lassen. Das kann man auch anders irgendwie umwälzen, diese Kosten. Und ja, auf jeden Fall haben sie da jetzt scheinbar Angst. Und ja, kommen wir mal zu den Erwartungen. Hier steht jetzt, Sony hatte andere Erwartungen und das denke ich auch. Die haben sich viel, viel, viel mehr Verkäufe erhofft und die haben, wie es hier steht, sehr, sehr gute Packs hier, Megapacks auf den Markt gebracht und haben sich da scheinbar viel, viel mehr Verkäufe erhofft. Und gehen wir mal ganz kurz zu den Verkäufen. Das ist der Controller, den wollte ich euch noch zeigen. Die haben Anfang 2019 ein Patent rausgebracht und dann haben die noch ein Patent gewonnen. Ich denke, das heißt dann gekauft für Finger-Tracking-Controller. Und wenn wir uns hier anschauen, das sieht aus wie die Valve Index Controller. Und hier die Punkte sollen wahrscheinlich die Earlets werden für Inside-Out-Tracking. Also die sind da definitiv, die pennen nicht, ne? Die haben da was in der Hinterhand und warten dann natürlich. Die forschen weiterhin, da bin ich mir 100% sicher, weiterhin, auch wenn sie es jetzt nicht rausbringen, weiter an VR. Und wenn die was super Fertiges in der Schublade haben und denken, jetzt ist der Markt sicher dafür, dann werden die das auch raushauen. Aber kommen wir mal zu den Verkäufen und hier sehen wir so eine kleine Grafik. Hat angefangen im Oktober 2016 und ja, dann sehen wir, Februar 2017 haben sie dann 0,9 Millionen verkauft, Oktober 17 1,25 und so weiter und so fort. Und dann gibt es vom Dezember bis August 18 haben sie dann nochmal 1 Million verkauft und Stand 2019, Dezember, waren es 5 Millionen VR-Headsets. Und das ist eine richtige große Menge. Und ja, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele PS4 verkauft wurden, das sind 106 Millionen. Und ich habe eben noch irgendwie eine andere Zahl gelesen. Aktuell muss die wohl bei 116 Millionen sein. Und ja, wie viele haben die sich da erhofft von diesen Konsolen? Haben die sich 10 Millionen erhofft? Haben die sich 20 Millionen erhofft? Das ist natürlich die Frage, ab wann haben die sich gedacht, VR ist ein Erfolg, ne? Und da bin ich mir sicher, ist meine Meinung, dass die mit 5 Millionen Einheiten absolut nicht zufrieden waren und da viel, viel mehr erhofft haben, dass die da auch subventioniert haben, das Ganze, dass die keine Gewinne mit den Headsets selbst gemacht haben. Und das auch wieder durch Softwareverkäufe und so weiter und so fort rausholen wollten. Und ja, dann kommt noch die Frage, wie viele von den 5 Millionen verkauften Einheiten sind jetzt aktiv im PSVR-Universum aktiv, sage ich mal. Da habe ich leider nichts zu gefunden, hätte ich gerne was zu gesagt, aber. Ist es die Hälfte? Sind es 2,5 Millionen? Sind es nur noch 1 Million? Also das werden die auch auf dem Schirm haben. Definitiv haben die da genaue Statistik, wie viele Headsets da momentan aktuell noch aktiv sind. Und das ist denen einfach zu wenig. Und wer weiß, wie die Verkäufe da laufen für die PSVR-Spiele. Und ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. PSVR-Spiele, da wurde letztes. Ne, dieses Jahr wurde da Hitman angekündigt. Und ja, gehen wir mal kurz auf die Seite
Und Hitman 3 wurde angekündigt. Hier steht auch noch No Man's Sky dazu. Aber es wurde für die PS4, PSVR angekündigt. Und da haben sich alle gedacht, cool, wenn ich mir jetzt die PS5 kaufe, wird mit Sicherheit Hitman 3 davon profitieren, von der besseren Hardware, was die PS5 bietet. Und dann kauft man sich einfach die PS5 VR-Version oder die PS5-Version. Und die sagen sich jetzt einfach, nö, Leute. Ihr könnt die PS5 mit VR nutzen, mit dem alten PSVR-Headset, aber nur mit der PS4 spielen, also mit dem PS4 spielen. Ihr bekommt auch keine neue Kamera, ihr bekommt einen kostenlosen Adapter, wo ihr die Videokamera an die PS5 anschließen könnt und könnt quasi mit der PS5 VR zocken. Aber es wird absolut keine Unterstützung geben für PS5-Spiele, dass die dann VR unterstützen. Und die streichen das jetzt einfach bei Hitman 3 raus. Und für No Man's Sky, das heißt, wenn ihr Hitman 3 und No Man's Sky VR zocken wollt, müsst ihr definitiv die PS4-Version haben. Und profitiert daher wahrscheinlich auch absolut gar nicht von der PS5. Und das ist eine Logik, die will mir gar nicht irgendwie in den Kopf rein, weil die kündigten im Sommer diesen VR-Knaller an, muss man ja einfach sagen. Hitman ist einfach ein Knaller-Game. Und da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass die sich sagen, ja, aber Leute, PS5 unterstützt da aber nichts mehr, ne? Und so wie ich es aktuell verstehe, ist es wirklich so, dass PS5 da absolut null bessere Grafik zeigt. Nicht so wie die Quest 2 jetzt momentan, dass es immer wieder Updates für Spiele gibt. Sondern ihr könnt auf PS4-Niveau da spielen und das war's dann auch, ne? Und das ist echt arm. Und Mix.de schreibt, Sony schleicht PlayStation VR langsam aus, ne? Und hier steht noch, ob Sony jetzt die wirklich bewusst hat entfernen lassen oder ob die Entwicklerstudios es freiwillig tun. Weiß man jetzt wirklich nicht. Aber ein weiterer Hinweis wäre, dass PlayStation-Konzern vorerst nicht mehr mit VR plant. Die alte PlayStation VR-Brille ist nur über einen kostenfreien Adapter mit der neuen PS5-Konsole nutzbar, der besonders bestellt werden muss. Das ist guter Kundenservice, aber keine Investition in eine mögliche Gaming-Zukunftstechnologie. Ja, erstmal muss man sagen, cool, dass die natürlich das unterstützen, dass das alte Headset daran auch funktioniert. Ne? Das ist erstmal gut, dass sie es sicherstellen, aber dass die dann absolut gar nichts mehr Neues unterstützen, naja. Sehr, sehr arm und tut mir auch alles leid für alle Sony-Fans da draußen. Ne? Hier steht nochmal, dass die natürlich an allem momentan noch forschen und arbeiten, ne? Controller, Eye-Tracking und so weiter. Und da werden die natürlich ein bisschen Geld noch investieren, aber wann das Ganze dann kommt, muss man abwarten, Leute. Ja, das erstmal zu meinen Sony-News. Ich hoffe, war jetzt hilfreich für euch und ihr konntet euch jetzt ein bisschen besseres Bild machen. Falls ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, ne, ich möchte auch gerne eure Meinung dazu hören, schreibt es in die Kommentare. Ich diskutiere da gerne mit euch drüber und Dann kommen wir zum nächsten Thema und das wäre der Quest 2 Jailbreak. Ja, Berichten zufolge soll bei der Quest 2 ein Jailbreak durchgeführt worden sein und ein erfolgreicher. Und wem Jailbreak jetzt nicht sagt, also wir haben ein Betriebssystem auf der Quest 2 und haben absolut keinen Zugriff darauf, also wir haben keine Adminrechte, das heißt Root-Zugriff auf dieses System und das gibt es auch bei Handys. Und ein Jailbreak ist ein Hack, der uns Root-Zugriff gibt, also Adminrechte auf dieses System. Und wir können dann installieren, was wir wollen, löschen, was wir wollen. Und das geht so weit, dass man das komplette Betriebssystem austauschen kann. Das gibt es zum Beispiel bei Handys, da gibt es komplett frische Betriebssysteme. Und was das jetzt für die Quest 2 bringen soll, weiß ich nicht. Da komme ich auch gleich nochmal zu, was ich davon halte und wie ich dazu denke oder darüber denke.
Witzig finde ich nur, dass da angefangen hat ein VR-Entwickler, Software-Entwickler, der Robert Long, und der hat gesagt, wer das schafft, dem biete ich 5000 US-Dollar. Und ja, dann kam der bekannte Oculus-Gründer Parmalaki dazu und sagte, ja Leute, wer das schafft, ich lege nochmal 5000 US-Dollar in den Topf rein, und dann seid ihr bei 10. Und ja, das zeigt auch so, wie er so ein bisschen über Oculus jetzt oder Facebook jetzt denkt. Und da, ja, alles tut, damit das geschafft wird. Aber machen wir uns mal nichts vor. Klar, die könnten damit den Login-Pflicht-Zwang aushebeln. Aber was bringt uns das? Also ich sag mal, wenn die irgendwann hingehen und sagen, ja, wir geben euch ein komplett neues Betriebssystem, ihr habt keinen Facebook-Zwang mehr. Man darf ja nicht so vermessen sein, um zu glauben, Facebook würde das nicht merken. Und die werden dann ruckzuck ja die Brillen auch sperren in dieses System, und dann können wir uns nicht mehr auf die Oculus-Server anmelden und können keine Spiele mehr kaufen, wir können keine Updates mehr laden, wir können Spiele nicht mehr online zocken, und es kann so weit gehen, dass man überhaupt nichts mehr spielen kann. Dann ist man nur noch angewiesen auf illegale Weise wahrscheinlich Spiele drauf zu bekommen. Kann aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr online spielen, und würde uns nichts bringen. Also ich glaube, das ist jetzt eher so ein kleiner Fun-Fact, sage ich mal, ne? Und hier steht auch noch, wie reagiert Facebook darauf, welche Folgen der Jailbreak haben wird, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ja, aber die Maßnahmen, die ich da gerade erwähnt habe, die werden kommen, also dass man dann definitiv ausgegrenzt wird, gesperrt wird. Das gab es damals auch bei Konsolen, bei der Xbox zum Beispiel. Wenn man da rumgefuscht hat, dann wurde man auch aus dem Microsoft-System gesperrt und konnte also da nichts mehr machen. Und hier steht, der Jailbreak wird wahrscheinlich nur für Enthusiasten und Tüftler interessant sein. Mehr nicht, ne? Also wer da denkt, okay, ich bin Programmierer und ich mache uns da jetzt ein eigenes Betriebssystem, so just for fun, ne? Mehr wird das auch nicht sein. Und Facebook könnte zum einen rechtliche Mittel bemühen und gerichtlich gegen Jailbreaker vorgehen. Klar, das werden die wahrscheinlich dann auch machen. Und zum anderen vorhandene Sicherheitslücken mit zukünftigen Betriebssystem-Updates schließen. Klar, wenn da jetzt bekannt wird, ja, der hat das so und so und so geschafft, dann wird Facebook und Oculus da ganz schnell gegensteuern und dann Update rausbringen fürs Betriebssystem und das wieder sicher machen. Aber dann kommt der Nächste, der knackt das dann wieder und so weiter und so fort. Ja, Leute, das dazu zum Jailbreak. Gehen wir mal zum neuen VR-Headset Decagear. In der letzten News-Sendung habe ich das schon von berichtet, das Decagear VR-Headset. Von den Daten her High-End-VR-Headset, gleiches Display oder gleiche Auflösung wie die HP Reverb G2, soll im Mai sogar schon ausgeliefert werden, also Mai 2021, und ein Prototyp soll schon am Ende 2020 fertig sein. Und ich bin auch skeptisch, was das angeht, ob die wirklich das VR-Headset so schnell auf den Markt bringen können. Und wenn man jetzt sieht, hier steht's, die haben aktuell 19 Vollzeitangestellte, von denen 17 Ingenieure sind. Und dass die so schnell komplett das VR-Headset so auf den Markt bringen können, mit allem, was die da versprechen. Und wenn die das schaffen, Hut ab. Da haben die sich einiges vorgenommen. Und ich sag mal, da gab es ja jetzt ein Mega-Video vom Sebastian MRTV, der hat da mit diesem Kunstmann zusammen ein Interview geführt, und der hat da alles erklärt. Und also wenn die das wirklich so hinkriegen für diesen Preis, mit diesen Hardware-Daten, mit diesen Hardware-Specs, so ein geiles Headset auf den Markt zu bringen, da können wir uns alle freuen. Also das wird auch den Markt quasi dann, ja, wäre gut für den Markt, für die anderen Preise. Da müssen sich andere Hersteller natürlich auch ein bisschen nach unten bewegen. Und
Valve hat jetzt bestätigt, dass es eine Anfrage jetzt auch gab, damit die Brille dann von Decagear auch in Steam VR integriert wird. Und ja, die haben natürlich jetzt auch nur gesagt, ja, es gab eine Anfrage, aber nicht selber zur Brille. Und sie sind echt gespannt auch darauf, die Brille testen zu können, wenn sie denn verfügbar ist. Und da kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir hier noch ein Video, das schauen wir uns jetzt mal an. So. Und in dem Video zeigen die jetzt ihre integrierte Kamera, die den Mund und das Gesicht quasi trackt und unsere Avatare dann genau wie wir halt sprechen lassen, grinsen lassen, ne? Oder wie auch immer wir gerade mal gucken. Und ja, das wird denn hier so ein bisschen gezeigt. It allows you to see from the outside. If I'm in that headset, I don't right. see things much. I have to see through the lens. So, sehen wir hier die Kameraaufnahme. Und hier natürlich, was die Software daraus macht. Three blend shapes that I'm debugging. So I print it values here. It's, for example, mouse smile is going to go from 0 to 100%. That's what you're working on right now. Yes. If it's also Mund wird getrackt, Augen, aber nicht die Pupillen, weil das ist zu weit nach von oben. Da werden die wahrscheinlich nicht genau die Richtung sehen können, wie die Pupille guckt. Aber die können gucken, wann das Auge blinzelt. Und hier sehen wir es ja auch, iBlink. Und das ist natürlich für Avatare dann auch nicht schlecht. Ne? Wenn das sieht dann natürlicher aus. Und ja, das hat er gerade so ein bisschen erklärt. Okay, for example, I'm going to smile. And this middle bar here represents the mouse smile. It should go up. If I'm doing the opposite, you can see it going down because I did not smile. Also, when I smile, if you want to see it in this avatar. Yeah, that your debugging avatar, okay. What is the window over here? So each one of them is trying to detect different things. For example, this neuron here is trying to detect the mouth. So as you can see here, I plot here what is detecting. It's detecting the lips and track the face. Genau, hier macht die Kamera halt sehr, sehr viele Einzelbilder und die Software versucht das dann alles zu interpretieren und ja, zu darzustellen, was dann gerade da passiert. Und ja, ich sag mal, ist auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt. Ich sag mal so, dass wir noch momentan meiner Meinung nach auf dem Stand sind, dass man das nicht unbedingt braucht. Also da wäre für mich Eye-Tracking wirklich wichtiger, damit wir Grafikpower sparen können, dass das vernünftig in allen Spielen ja, unterstützt wird, als das jetzt hier. Es ist ein tolles Gimmick, sage ich mal. Ne? Und ja, der Kunstmann, der sagt sich halt, Cloud Streaming ist auch ein entscheidender Faktor und könnte die Zukunft sein, Cloud Streaming für, ja, für unsere VR-Headsets. Und Decagear möchte da auch ein eigenes WLAN-Streaming-Bauteil rausbringen, ja, das man dann, ich glaube, für $50 kaufen konnte. Und das wird dann auch noch verkauft von Decagear oder von Decker. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, was dann noch in Zukunft von Decagear kommt. Ob die das auch alles so einhalten können, was die ja, sich da aufs Brett geschrieben haben. Ist auf jeden Fall sehr sportlich. Ich finde find das nicht sportlich, dass sie sich dieses Ziel gesetzt haben, aber mit der Mannschaft und dieses Zeitfenster, was sie sich gesetzt haben, finde ich sehr, sehr sportlich. Und ja, lasst uns einfach überraschen, was da noch kommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und ja, kommen wir mal zum Cloud Streaming.
von Dekagio zum nächsten Cloud Streaming und das ist von Facebook. Ja, Cloud Gaming irgendwann mal interessant für VR und ja, jetzt hat Facebook einen normalen Cloud Gaming Dienst ins Leben gerufen und ja, wer mit Cloud Games jetzt nichts anfangen soll oder Cloud Gaming nichts anfangen kann, das ist einfach, das Spiel läuft irgendwo auf einem Server, egal was es jetzt für ein Spiel ist, ob grafikhungrig oder nicht. Und hätte den Vorteil, wenn es ein grafikhungriges Game ist, ich brauche keine Hardware zu Hause, also das läuft alles irgendwo auf dem Server und ich bekomme nur den Videostream, ja, aktuell auf dem Bildschirm, irgendwann vielleicht mal ins VR-Headset geliefert und ja, das Ganze funktioniert für Flat Gaming schon echt ganz gut. Ich habe es zum Beispiel mit der Nvidia Shield, das ist eine ganz kleine Konsole von Nvidia und die schließt man einfach ans Internet an, per LAN oder WLAN und dann an den Fernseher und dann gibt es einen Dienst, ich glaube, der heißt Nvidia Now. Da kann man sich mehrere Spiele aussuchen, drückt dann auf Play und dann werden die auf dem Server gestartet und man kann die zocken. Also außer jetzt Multiplayer-Games, sage ich mal, Rocket League, Multiplayer-Shooter, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Cloud Gaming machen, weil man hat natürlich Reaktionszeiten und die sind da natürlich nicht so mega, mega gut. Aber Singleplayer-Games, irgendwelche Rollenspiele, ich habe schon Tomb Raider damit gespielt, ging super, super gut. Und ja, aber da sind wir bei Millisekunden und Latenzen. Und Latenzen sind mega, mega wichtig für VR. Also ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, der ein VR-Headset aufhatte, wenn das Bild komisch irgendwie ein bisschen ruckelte oder so, da wird einem so schnell schlecht. Und ja, wenn das alles nicht miteinander passt, wenn, sage ich mal, ich bewege mich nach rechts und nur 60, 70 Millisekunden später geht das Bild mit. Also es ist natürlich nicht viel, aber trotzdem merkt das Gehirn das. Und das Gehirn sagt dann, irgendwas stimmt nicht. Und dann wird einem schlecht. Und das wäre echt übel. Und es gab da mal irgendwie so eine Millisekundengrenze, die nicht überschritten werden sollte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie hoch die war. 40 Millisekunden oder so. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn die irgendwann schaffen, dass Internet schneller wird, also wir haben ja schon gute Geschwindigkeiten erreicht, natürlich nicht überall in manchen Regionen, ja, haben die Leute noch arge Probleme mit dem Internet. Das ist echt traurig. Aber wenn es dann irgendwann mal so ist, dass jeder Hightech-Internet hat, sage ich, nenne ich das jetzt einfach mal, dann ja, wäre das eventuell möglich, über WLAN dann zur Brille das Ganze zu schicken. Hier wird von 5G ist hier für die Rede. Man könnte das Ganze natürlich auch nicht über kabellos machen, sondern auch über ein Oculus Link Kabel, sage ich mal. Aber natürlich ohne Kabel ist es natürlich besser, wenn es dann so gibt. So gehen wird so. Und ja, aber da sind wir noch meiner Meinung nach weit entfernt, bis wir da wirklich mit VR-Headsets zocken können über Cloud-Gaming-Server. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja auch schneller. Und ja, Mark Zuckerberg hat jetzt seine Ziele so ein bisschen runtergesteckt, so wie es hier steht. Er will in den nächsten Jahren die 10 Millionen Nutzer-Marke knacken. Und ja, ich denke mal, das ist mit Sicherheit möglich in den nächsten Jahren. Aber wenn ich schon gesehen habe, eben PSVR hat 5 Millionen Headsets verkauft, ne, in den letzten Jahren. Und er will jetzt 10 Millionen Nutzer in den nächsten Jahren haben für seinen Oculus-Dienst oder Facebook-Dienst. Ist mit Sicherheit irgendwie möglich, ne? Ja, Leute, das mal dazu, so kleine Zukunftsvisionen, sage ich mal. Ja, was haltet ihr davon? Denkt ihr, das kommt in den nächsten Jahren? Auch für VR? Ich meine, wie gesagt, für Flat-Gaming ist es schon echt gut und funktioniert gut. Aber denkt ihr, wir werden in den nächsten 2, 3, 4 Jahren auch VR-Headsets damit nutzen können, mit diesem Service? Würde mich interessieren, einfach mal in die Kommentare. So, jetzt kommen wir aber in unsere Gaming-Abteilung und ich stelle das erste Spiel vor,
oder ja, erstes Spiel mit einem normalen Trailer, und das ist Warhammer Age of Sigmar. Ja, Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall wurde angekündigt und es wird von den Carbon Studios entwickelt. Die haben schon The Wizards entwickelt und ja, die wissen auf jeden Fall, wie VR-Titel entwickelt werden. Und ja, The Wizards habe ich damals auch auf meinem Kanal gezeigt. Kann ich vielleicht mal in die Infobox packen. Ist schon länger her. Ich bin jetzt nicht so wirklich drin in diesem Warhammer-Szenario, sage ich mal. Ich weiß nur, dass es mega beliebt ist und da eine riesige Fanbase zu gibt. Es gibt sehr, sehr viele Teile. Es ist eigentlich ein Brettspiel mit richtiger Story. Und es gibt auch ein paar PC-Games im Flat-Stil, also Flat-Games. Und ja, das war es aber auch eigentlich schon von meinem Wissen. Und gucken wir uns das Ganze mal kurz an, bevor wir uns den Trailer anschauen, mal kurz, um was es sich überhaupt geht. Das Action-Adventure soll mehr als 7 Stunden Spielzeit im Age of Sigmar-Setting bieten. Age of Sigmar ist das Nachfolgesystem von Warhammer Fantasy, auf dem auch die beiden Total War-Spiele basieren. Die alte und die neue Welt gibt es nicht mehr, stattdessen 8 Existenzebenen, Reich der Sterblichen genannt. Und diese sind mit Portale verbunden. Also ihr seht, das ist, hängt alles sehr miteinander zusammen und da muss man schon wirklich in diesem Setting drin sein, um das alles zu verstehen. Wer von euch Zuschauer kennt dieses Setting sehr und beschäftigt sich sehr viel mit Warhammer, würde mich auch mal interessieren, könnt ihr auch gerne mal in die Comments schreiben. So, auch hier ist das Chaos nicht weit und hat bereits 7 Reiche überrannt. Nur Sigmars Welt Azur ist noch frei und leistet Widerstand. In Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall führen wir eine speziell zusammengestellte Gruppe Stormcast Eternals in die Welt Zhysh, das Reich von Nagash, dem Gott des Todes und Herrn der Untoten. Dort sollen wir einer neuen Bedrohung für die Reiche der Sterblichen auf den Grund gehen. Mit unseren Begleitern prügeln wir uns in Nahkämpfen und mittels bewegungsbasierten Zaubersprüchen durch Horden von Nighthaunt-Geistern. Verschiedene Nahkampfwaffen und Stäbe sollen dem Spieler dafür zur Verfügung stehen. Also wie das Ganze dann vom Gameplay aussieht, da gibt es noch überhaupt nichts zu. Und ja, lassen wir uns mal echt überraschen. Und wenn es da Infos gibt, werde ich da auf jeden Fall was zu zeigen. Ja, Carbon Studios haben bereits Erfahrung mit VR, ne? The Wizards. Insbesondere die Anwendung von Magie über Kontrollbewegung wird gelobt. Ebenso die packenden Kämpfe, allerdings wird das Spiel nach einer Weile etwas repetitiv. Man bekämpft einfach immer wieder neue Wellen von Feinden. Ein gutes Warhammer-Spiel lebt vor allem von seinen Geschichten und der einzigartigen Spielwelt. Ich bin gespannt, ob Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall daraus Kapital schlagen kann. Oder ob es nur zu einer weiteren Lizenzgurke mit Horror- und Shooter-Elementen wird. Ja, das Spiel ist schon auf Steam gelistet und da gibt es auch den Trailer zu sehen. Gehen wir mal kurz auf Steam. Und ja, hier sehen wir, dass es 2021 erscheint. Hier sehen wir Entwicklers Carbon Studio. Und ja, Ton wird es nur in Englisch geben bisher. Oberfläche gibt es dann aber auch in Deutsch mit Untertiteln, ist aber ganz gut. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns den Trailer einfach mal an. Ich bin gespannt, ob wir auch irgendwie Gameplay oder sowas sehen. Und los geht's. Okay, ja, das war der Trailer mit kleinen Jumpscare. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja gut, was kann man sagen? Also es ist sehr, sehr finster gehalten. Wahrscheinlich mit Horror-Schocker-Elementen, sage ich mal. Gameplay kommt man jetzt nicht sehen. Sound hört sich richtig cool an. Also dieses Flüstern und so, was man die ganze Zeit gehört hat. Links, rechts wechselnd. Ja,
Mehr kann ich auch jetzt gar nicht dazu sagen. Ich denke mal, das war so ein Nighthaunt-Geist oder so, was mit dem wir da gerade am Ende noch gesehen haben. Ich denke mal, richtige Warhammer-Fans können da jetzt viel, viel mehr Infos rausziehen aus diesem Trailer vielleicht, wenn da draußen von euch Warhammer-Fans sind. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was normale VR-Zocker jetzt nicht sehen, die sich jetzt nicht unbedingt mit Warhammer beschäftigen. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, das war's mit Warhammer. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Gameplay von Pebibo. So, bevor wir zum Gameplay von Pebibo kommen, wollte ich euch noch mal kurz die Homepage von Torito Games zeigen. Die ist auch in der Beschreibung unten verlinkt. Und ja, Entwickler kommen auch aus Deutschland. Und den Trailer habe ich euch schon mal gezeigt. Den könnt ihr euch aber gerne noch mal anschauen, wenn ihr möchtet. Das Spiel wird für Oculus Quest und Oculus Rift entwickelt und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Gameplay und ich glaube, es ist das erste wirkliche Gameplay, was ihr so auf YouTube findet und ja, ich bin gespannt, wie das Game so ist und nach dem Gameplay gibt es dann auch wieder ein kurzes Fazit von mir. So Leute, hier sind wir in-game und ja, hier haben wir jetzt drei kleine Schweinchen zum Werfen. Das ist nichts anderes wie ungefähr bei Angry Birds. Die haben ja auch alle eine andere Funktion. Und ja, hier sind unsere Ziele. Und lasst euch jetzt nicht von der Wurfphysik oder so abschrecken, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Es ist komplett eine Early Alpha, also ganz, ganz frühe Alpha-Version. Und die Physik ist auch noch nicht final zum Werfen. Also lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Dieses Gameplay soll jetzt nur dazu dienen, dass ihr mal In-Game-Material so ein bisschen seht und um was es sich so im Groben geht. Und schon abgeräumt, oder? Yes! Jetzt können wir uns hier den Baseballschläger nehmen. Hey! Okay, schauen wir mal. Also man wirft die, man rollt nicht so wie beim Bowling, sondern wirft die und dann rollen die natürlich auch noch ein bisschen. So, jetzt wird es schon schwieriger und wir müssen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über die Rampe gehen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Hey! Also nur mit Werfen kommt man hier nicht weit. Also man muss auch schon so ein bisschen, dass er wirklich wie beim Bowling so ein bisschen auch über den Boden geht. So. Okay, schauen wir mal. Also wir können uns hier in einem gewissen Radius bewegen. Jetzt suche ich mal den Mittig da irgendwie. Ah, guck mal. Ah, schade, da haben wir das nicht mit umgekippt. Jetzt aber. Komm her. Kommst du? Ja. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Am besten wäre mittig, wenn die beiden nach zur Seite kippen, ne? Gegner ja. Und ab zum kleinen Fazit. So, das war das Gameplay von Pebibo und was können wir sagen? Also als allererstes muss ich sagen, für eine Early Alpha funktioniert das echt gut. Die Wurfmechanik funktioniert ganz gut. Gut, ich habe mal so versucht, wie so einen ja, wie so eine Bowlingkugel das Ganze zu werfen oder zu rollen, eher gesagt. Das ging nicht, da prallten wir an irgendeiner unsichtbaren Wand ab. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist oder ob es noch ein kleiner Bug ist. Aber wie gesagt, es ist eine ganz frühe Early Alpha und der Entwickler hat mir auch gesagt, die Wurfmechanik ist noch nicht so, wie sie mal final werden wird. Von daher kann ich da gut drüber hinwegsehen. Und ich finde es cool, dass ich überhaupt das Spiel hier testen durfte und euch schon mal einen kleinen Einblick geben durfte, wie das ganze Spiel so funktioniert. Und ja, ich sehe das Spiel so
Ja, ich kenne diese Spiele nur so vom Handy her oder von Angry Birds. Man hat immer diese Minispielchen, die man immer ja erledigen muss, bevor man weiterkommen kann. Und das geht dann halt immer so weiter. Der Schwierigkeitsgrad wird immer höher. Und ja, wir haben jetzt im Gameplay nur die kleinen Schweinchen gesehen. Weiter habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber es wird nachher auch andere Wurfobjekte geben. Das sehen wir auch im Trailer. Da gibt es ja, ich glaube, vier Tiere, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Und da muss man nachher natürlich überlegen, wie wendet man was an und wie am besten und wo wirft man das Ganze. Also ich fand es jetzt echt cool gemacht. Hat mir gefallen und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt und wie gut am Ende dann die Wurfmechanik wird. Was haltet ihr von dem Game? Wäre das was für euch? Wäre das nichts für euch? Also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es einfach mal in den Chat oder in die Kommentare rein. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Titel. Ein weiterer Titel verlässt den Early Access und das ist Chief Simulator VR. Und ich habe das Game damals im Early Access schon mal gezeigt und es war noch nicht wirklich, ja, es lief noch nicht alles so rund. Und ich werde das Spiel mit Sicherheit nochmal auf meinem Kanal testen. Ist seit dem 12. November 2019 im Early Access. Und ja, dieser wird jetzt bald verlassen. Und ja, kostet 16,79 €. Ist auch wieder für alle gängigen Brillen, Index, Vive Rift, VMR-Brillen verfügbar. Kann im Stehen und Sitzen gespielt werden. Oberfläche ist auch deutsch. Kein Englisch, kein deutscher Ton. Und ja, ich bin gespannt. Also ich werde es definitiv testen. Davon zeige ich euch jetzt kein Gameplay, da ich ja schon mal auf meinem Kanal Gameplay gezeigt habe. Und ja, definitiv wird es dann mal ein kurzes Video zu geben, was sich da jetzt verbessert hat, ob es jetzt viel runterläuft. Und ja, kommen wir zum nächsten Titel und das ist Power Beats VR Fitness. Und Fitness ist hier genau das richtige Wort. Also man kann sich hier richtig, richtig fit halten und ist ein richtig krasses Workout, würde ich sagen. Wer jetzt nicht so wirklich auf andere Sportarten steht, wie Boxen oder so, der ist hier richtig gut bedient. Also auch coole Musiktitel. Wie bei allen Rhythmus-Games fliegen halt Sachen auf einen zu, die man dann halt wegboxen kann. Und ja, man muss Gegenständen auch ausweichen. Und also das ist alles drin und ist echt kräftezehrend, kann man nur sagen. Und ja, da sind wir jetzt kurz vor Verlassen der Early Access Phase und ja, echt cool und hat auch richtig gut abgeschnitten. Ihr seht hier 83 Nutzerrezensionen und 86 davon positiv. Alle Brillen werden so unterstützt: Valve Index, HTC Vive, Rift und die VMR-Brillen. Man kann es natürlich nur stehen zocken, weil ja, man echt auch nach links und rechts ausweichen muss und man muss sich schon viel bewegen. Von daher ist das Sitzen nicht so wirklich gut. Es wird da definitiv ein Gameplay-Video auf meinem Kanal geben und ja, ich würde fast einen Livestream auch machen, aber ich weiß nicht, wie lange der Livestream dann geht, weil es echt hart ist und ich habe auch mal Expert gezockt. Also es gibt verschiedene Stufen, die man da machen kann, wie bei allen Rhythmus-Games und Expert ist sowas von hart. Also nee, also da bin ich raus, da bin ich auch, glaube ich, zu alt für, aber ansonsten so Beginner und Medium war ganz gut, hat mir gut gefallen und ja, wie wir hier sehen. Man kann auch eigene Musik da mit einem Level-Editor einbauen und so weiter und so fort. Kalorien-Tracker und Herzfrequenz-Monitor-Support hat es auch. Und ich muss mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht kann ich da noch einbinden in meine Aufnahme. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall cooles Game. Also mir hat es gefallen. Rhythmus-Games sind immer so eine Sache, aber hier kann man auch richtig, richtig fest zuschlagen, wie beim Boxen. Und das hat mir so gut gefallen. Und ja, also 20 €, ich glaube, für so ein richtig cooles Workout-Programm oder Game kann man das echt schon mal anlegen, weil man kann es echt öfters zocken und ich glaube, hier kann man auch richtig fit werden, wenn man das jeden Tag mal, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Minuten zockt. Ich glaube, da bleibt man richtig fit bei und ja, Leute, das erstmal zu Power Beats VR. Link ist in der Beschreibung und wie gesagt, Gameplay folgt auf meinem Kanal und kommen wir zum nächsten Game. So, hier haben wir jetzt ein Spiel, was bald in den Early Access kommt und wird veröffentlicht am 5. November. Auch wieder alle gängigen Headsets werden hier unterstützt. Und ja, ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt, aber ihr werdet gleich von mir ganz, ganz frisches Gameplay sehen. Also ich zeige euch jetzt hier nicht die Trailer oder so.
denn ich durfte das Spiel auch testen. Und ja, nach dem Gameplay gebe ich dann auch mein kurzes Fazit ab. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Gameplay. So Leute, willkommen bei Grapple Tournament. Ganz kurze Einführung. Wir haben einmal eine Waffenhand, dann haben wir auch eine Hand, wo wir so eine Art ja, Enterhaken mit Seil an die Decke schießen können und damit fortbewegen können, wie bei Jupiter Grad. Und wir können natürlich auch mit beiden Händen schießen. Wir können uns die Waffe auch dahin packen, wie wir wollen. Ne? Und ja, es gibt einen Singleplayer und es gibt einen Multiplayer-Part. Den Multiplayer geht jetzt momentan noch nicht. Aber wir können hier schon mal zocken und wir machen jetzt einfach mal drei Bots. Wir lassen mal easy und los geht's. Ja. Oh, eine Minigun hier. Stirb! Double kill! Und wie wir sehen, hier haben wir das Seil. Und ich will die Waffe. Ich will die Waffe. Ne, die Waffen können wir uns auch damit holen oder die Upgrades, wie wir wollen, ne? Wird da natürlich durch das Seil natürlich ein richtig schneller Shooter, ne? Okay, die Bots sind natürlich auf easy eingestellt, ne? So, und den holen wir es auch noch. Oh, irgendwie ist die Waffe nix. Wo war er? Oh, diesmal gar nichts die Waffe hier. Könnte aber echt ein lustiger Shooter werden. Irgendwie höre ich hinter mir was. Ja. Wow, die ist nice. Warum ist sie weg? Okay, dann bleibt nur die normale. Normalen Waffe kann man natürlich auch Kills machen. Was ist das hier? Ah, die ist ja lustig. Also für eine Early Access, muss ich sagen, funktioniert das echt gut. Ah, den willst du aber wissen hier, du. Ich weiß natürlich nicht, ob ich gut genug für den Multiplayer bin. Ich denke nicht. Aber manchmal macht die keinen Schaden, ne? Die Waffe. Headshot. Boom! In your face. Wenn zwei sich streiten, ne? Freut sich der Dritte. Man muss sich natürlich ein bisschen eingewöhnen, aber klappt echt gut. Ja, Leute, das war die kleine Einführung in Grapple Tournament und ja, kann man sagen, Unreal Tournament in VR? Vielleicht. Gehen wir ins kleine Fazit. Ja, Leute, das war Grapple Tournament und ich muss sagen, mir hat das Game richtig Bock gemacht. Ich habe schon richtig Lust darauf, das bald mal ja, gegen euch zu zocken, mit anderen YouTube-Kollegen zu zocken. Also das Game hat einfach Spaß gemacht und hat wahrscheinlich auch ja, ein bisschen ja, Potenzial zum Ausrasten vielleicht, wenn man dann dauernd hier gekillt wird. Gut, ich habe jetzt gegen Easybots gespielt, ist natürlich jetzt nicht so schwer gewesen. Aber das war jetzt auch mein ja, fast erstes Gameplay. Ich habe vorher eine Runde gezockt, bevor ich das Gameplay aufgenommen habe und habe danach die Runde jetzt gemacht. Und ja, wie gesagt, ich fand es echt gut und mir hat es echt gefallen. Auch diese Spielmechanik, dass ich dieses Seil habe, wie bei Jupiter Grad und dann mich irgendwo hinschwingen kann, hochziehen kann. Und die Waffen, die ich gefunden habe, haben mir echt Spaß gemacht. Manche waren halt nicht zu gebrauchen oder ich habe sie halt falsch angewendet. Da muss man natürlich auch erstmal mit klarkommen und erstmal lernen. Man hat auch ein Schild, was man erstmal runterschießen muss. Und ja,
echt cool und ich bin gespannt, was da alles für Content reinkommt. Hat auf jeden Fall richtig großes Potenzial, meiner Meinung nach, das Game, ein richtig cooler Shooter zu werden. Erinnert mich mega an Unreal Tournament, auch könnte vom Schnelligkeitsfaktor so ähnlich werden. Unreal war mega schnell. Also das war jetzt, ja, das muss man erstmal gegen andere Spieler auch wirklich spielen und nicht gegen Bots oder nicht gegen diese Easy-Bots. Aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Wie hat es euch gefallen, das Gameplay, würde ich auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt es in den Chat oder in die Kommentare. Und ja, das war es jetzt auch mit der News-Sendung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War jetzt wieder, ich glaube, so ungefähr 50, 55 Minuten. Da ist der Ben auch wieder. Der muss zum Outro natürlich immer dabei sein. Ja, Ben, ist alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, die Länge ist auch für euch in Ordnung, dass man sagt, okay, wenn es einmal die Woche ist, ihr habt einen festen Terminplan wie Dienstag 2015 und ihr könnt eine Stunde ungefähr einplanen. Wenn euch das so gefällt, gerne mal auch wieder in den Chat oder in die Kommentare. Ich bin natürlich auf Feedback angewiesen von euch, was euch da am besten gefällt. Ich will das auch nicht zu kurz halten, weil wenn man nur die Themen ganz kurz ankratzt, kann man auch nicht wirklich irgendwas erklären. Und jetzt mit den ganz kurzen Gameplays, wie gefällt euch das? Da brauche ich auch nochmal kurzes Feedback. Ich fand es jetzt eigentlich nicht so schlecht, dann kann man sich ein bisschen mehr vorstellen von den Titeln her. Und von den meisten Games wird es natürlich auch nochmal ein längeres Gameplay auf meinen Kanal geben. Und ja, Leute, ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend. Dankeschön fürs Einschalten. Vergesst den Abo-Button nicht, vergesst den Like-Button nicht. Würde mich echt freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.